In der Notaufnahme hat Dr. Uschi Lindenthal gerade einen Patienten versorgt, als bereits der nächste Notfall ins Haus steht. Die 21-jährige Karina bringt Freundin Lara in die Klinik, die sich beim Kochen verbrannt hat. Doch das ist nicht das einzige Problem der Studentin. Oh. Hallo. Meine Freundin hat sich total die Hände verbrannt. Wir müssten mal einen Arzt sehen. Wo? Hallo? Kommst du hier rüber? Komm. Hallo? Entschuldigung, da dürfen Sie aber nicht rein. Wer sind Sie? Sie sind die Freundin von ihr. Was ist denn los mit Ihnen? Ich habe Schmerzen. Sie haben Schmerzen? Was ist denn passiert? Ich bin einfach vorbeigekommen, dann haben wir Nudeln gemacht. Und dann hat sie sich total die Hände verbrannt, weil sie gar keine Handschuhe angezogen hat, einfach den Topf runtergenommen hat. Der ist ja noch auf die Füße gefallen. Gehen wir gleich mal nach hinten, ne? Als die Frau Kramer zu uns in die Notaufnahme kam, ist sie irgendwie total verwirrt Richtung OP gelaufen. Da habe ich sie dann erstmal abgefangen und zurückgeholt. Und da ist mir dann auch sehr schnell aufgefallen, dass irgendwas nicht mit ihr gestimmt hat. Und was genau, das sollte sich noch herausstellen. Sie ist nicht gestürzt, oder? Nee, aber sie ist die ganze Zeit total verwirrt. Wir sollten auch heute eigentlich eine Klausur schreiben. Das hat sie vergessen? Die Patientin war relativ unklar und verwirrt, was sich zuerst auf den Schock durch den Unfall, durch die Verbrennung und die Fußprellung oder Bruch geschoben habe. Aber dann kamen so ganz merkwürdige Sachen zum Vorschein. Irgendwo war das Ganze sehr dubios, sodass man auch an andere Ursachen denken musste. Nimmt sie irgendwelche Medikamente oder hat sie irgendwelche Erkrankungen? Ja, ich glaube, die hat ein bisschen Probleme mit dem Blutdruck. Ich weiß nicht, ich glaube zu hoch. Ich drücke mal ganz vorsichtig auf ihren blauen Zeh. Sagen Sie mir doch mal, ob das weh tut. Das tut sehr weh. Also ich denke, das sollten wir auch auf jeden Fall röntgen, ne? Ja. Dass wir wissen, dass da nichts gebrochen ist. Schauen wir mal. Können Sie schon was gegen Schmerzen haben gleich? Was haben Sie denn hier für einen Ausschlag, sagen Sie mal? Sonnenallergie. Sonnenallergie? Wie kommen Sie da jetzt dran, an die Sonnenallergie? Ich war vor 2 Wochen noch im Urlaub. Aha. Und wie lange haben Sie das schon? Haben Sie es im Urlaub schon bekommen? Weiß ich nicht mehr. Wie lange sind Sie jetzt seit dem Urlaub wieder mit ihr in Kontakt? Ich sag mal, also wir haben nicht mehr so viel Kontakt, weil sie wirklich ein bisschen komisch geworden ist. Ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt genau an dem Urlaub lag oder ob das schon davor war. Davor ist sie Ihnen auch schon auffällig vorgekommen? Unterschiedlich. Also jetzt, ich weiß auch gar nicht, was mit ihr los ist. So war sie nie. Also sie ist eigentlich die von uns, die immer die super Noten schreibt, die immer die Ambitionierte ist. Ja. Und jetzt auch die Klausur, dass sie die verpasst. Das ist eigentlich total untypisch. Deswegen. Hast du das auch schon gesehen? Guck mal. Ach Gott. Wo waren Sie denn im Urlaub? In Namibia. Würde ich jetzt aber gerne mal, das ist ja sehr ungewöhnlich, der Ausschlag. Dürfen wir uns den mal angucken? Ja, gerne. Es sah weniger aus wie irgendeine Pilzbesiedlung oder eine bakterielle Besiedlung, also wie eine Hautinfektion. Da musste man dran denken, weil sie ja vorher im Urlaub gewesen war. Aber ansonsten war es eigentlich sehr unklar. Es waren Stellen, die von der Sonne beschienen worden sind, aber es sah auch nicht wirklich wie eine Sonnenallergie aus, zumal die Patientin ja schon länger wieder aus dem Urlaub zurück war. Das habe ich zuletzt gesehen im Schulbuch im Studium. Aha. Jawohl, aber wir gucken. Das kann nicht ernst sein, oder? Nicht, dass sie irgendwie Malaria oder sowas bekommen. Nein, brauchen Sie keine, da brauchen Sie keine Sorge zu haben. Also mein Vorschlag, wir machen ein Röntgen, dass wir mal den Zeh angucken, dann nehmen wir Blut ab, gucken mal Entzündungswerte an und ich hätte gerne einen Vitaminstatus noch dazu. Dr. Lindenthal gibt nicht nur Laras ungewöhnlicher Hautausschlagrätsel auf, sondern auch die offensichtliche Verwirrtheit ihrer Patientin. Darum hofft die Ärztin auf weiterführende Informationen von Freundin Karina. Hatten Sie denn Kontakt im Urlaub mit ihr? Ja, aber eher so oberflächlich, würde ich sagen. Also nicht irgendwie. Aha. Waren Sie alleine im Urlaub? Ich wusste davon ja nichts. Nein. Nein. Wer war denn mit? Ja, mein Freund. Ihr Freund war mit, okay. Nehmen wir ein Stühlchen. Wer geht denn mit von euch? Ich bringe sie. Ja, okay. Können wir einmal reden kurz? Ja, gerne. Karina kennt Lara seit der Schulzeit und macht sich große Sorgen wegen der auffälligen Vergesslichkeit ihrer Freundin. Denn der familiäre Hintergrund der 20-Jährigen deutet auf eine schwerwiegende Erkrankung hin. Ich wollte das jetzt nicht vor ihr sagen, weil sie macht sich da total einen Kopf drum. Das mit der Verwirrtheit, ich habe das Gefühl, also das war wirklich seit dem Urlaub so. Ja. Ich habe auch das Gefühl, sie hat sehr viel Stress in letzter Zeit. Keine Ahnung, sie wohnt jetzt auch alleine, weil ihre Eltern sind umgezogen, weil ihre Mutter ist so früh an Demenz erkrankt. Die Mutter ist an Demenz erkrankt? Genau. Wie alt ist denn die Mutter? Sie ist ja sehr jung. Ja, Entschuldigung. 40, 45, irgendwas um den Dreh. Und die Diagnose stimmt wirklich? Es ist eine Demenz. Ja, und sie macht sich da total den Kopf drum. Ja. Sie ist auch, also ich weiß nicht, ich habe auch selber das Gefühl, sie vergisst so viel. Vielleicht fängt das jetzt bei ihr auch schon an. Ja gut, also man muss klar sagen, es wäre sehr, sehr jung. Aber es gibt natürlich auch Fälle in
ja, vielleicht 1-2%, wo es in jungen Jahren mit der Demenz anfängt, wo es vererbt wird. Mhm. Ich will jetzt nicht voreilige Schlüsse ziehen, aber es ist schon sehr auffällig, dass sie verwirrt ist. In dem Fall, dass man Demenzkranke in der Familie hat, wäre es sicher sinnvoll, dass man bestimmte Dinge einhält, um eventuell dieser Erkrankung vorzubeugen. Dazu gehört, dass man Übergewicht vermeidet, zu viel Alkoholkonsum, dass man hohen Blutdruck gut einstellt und Risikofaktoren wie erhöhte Fette oder erhöhte Zuckerwerte im Blut gut einstellt und im Rahmen hält und auch das Gehirn insofern fit hält, das heißt soziale Kontakte pflegt und liest oder das Gehirn eben ein bisschen anregt. Wollen Sie vielleicht den Freund dann mal informieren? Ja, der kann uns vielleicht auch noch mehr dazu sagen. Ja. Der müsste ja, wenn er Sie begleitet hat, der müsste ja vielleicht irgendwie wissen, was im Urlaub haben. War. Ich weiß es nicht. Ob sie auch gestürzt ist im Urlaub oder was. Ja. Es gibt ja auch mal so Hirnblutungen, die sich so langsam entwickeln nach einem Sturz. Also der Freund wäre uns da sicherlich sehr hilfreich. Okay. No? Alles klar, rufe ich den Tom an. Okay. Herzlichen Dank auch. Am besten vorne im Wartebereich, ne? Bis Laras Röntgenergebnisse vorliegen, kümmert sich Dr. Lindenthal um den nächsten Notfall auf der langen Warteliste. Der obdachlose Rudi spuckt nach dem Genuss eines Salamibrotes plötzlich Blut und wurde von der engagierten Sina in die Klinik gebracht. Die Frau Dr. Lindenthal, hallo. Schönen guten Tag, Rudi. Und Sie sind die Tochter? Nee, wir sind flüchtig bekannt. Leider nicht. Leider nicht, okay. Das ist doch schon mal ein Kompliment. Wollen wir mal mit hintergehen? Ja. Dann können Sie mir erzählen, was passiert ist. Geht das zum Laufen? Ja, es geht. Ja. Sie kennen ihn? Ja, wir sind uns eben am Park begegnet und ich glaube, ich habe ihn vergiftet. Also nehmen Sie einmal hier vorne Platz, ja? Vergiftet? Ja, ich weiß nicht. Wie Blut? Oh. Wo kommt das jetzt her? Aus dem Mund kommt das. Ja. Nicht Nasenbluten oder so, das geht aus dem... Nein, kommen Sie ein bisschen weiter vor. Kommen Sie mal ein bisschen rein. Mal genauer an. Setzen Sie sich doch mal einfach. Und wieso meinen Sie, Sie haben ihn vergiftet? Wie kommen Sie drauf? Eben im Park begegnet und... Sie hat mir ein Salami-Brötchen gegeben. Die Geschichte kristallisierte sich so raus, dass er obdachlos ist. Und sie hat ihm dann das Salamibrot gegeben. Und dann hatte der Herr Thaler merkwürdige Symptome, wo die junge Frau davon ausgegangen ist, dass sie ihn eventuell vergiftet hat. Nicht erschrecken? Wir messen mal Temperatur, ob sie Fieber haben und dann gucken wir mal den Blutdruck an. Eigentlich wollte ich gar nicht mitgehen. 38. Hier. Doch, nicht. Bisschen Temperatur haben sie. Haben Sie denn einen Infektgrad? Ja, ich war früher ein heißer Typ, das war eben so. Ja, das glaube ich Ihnen, das glaube ich Ihnen gerne. Nicht jeder Obdachlose ist aggressiv und sturztrunken und fällt uns an und beschimpft uns. Der Rudi ist das beste Beispiel dafür. Und es tut einem auch dann leid, wenn man solche Leute wieder auf die Straße zurückschicken muss. Ja, also die Lunge ist ganz frei. Vielen Dank. Ja? Da ist nichts. Aber ich bin ein bisschen wackelig. Ja, ich würde gerne noch mal in den Mund gucken. Haben wir einen Spatel? Nein, machen Sie sich keinen Gedanken. Mit Ihrem Brötchen hat das wirklich nichts zu tun. So. Ja, was machen wir dann? Wir gucken noch mal in den Mund. Machen Sie mal auf. Ein bisschen den Kopf zurück. Jawohl, wunderbar. Oh, da ist ein bisschen Blut. Aber wissen Sie was? Da ist das Zahnfleisch ist ganz fürchterlich entzündet bei Ihnen. Darf ich noch einmal gucken auf der anderen Seite? Ja, Mensch, Sie haben eine ganz dicke, fette Zahnfleischentzündung. Davon ist auch das Blut. Vielleicht sollten wir ihn nochmal durchchecken. Nein, ja, genau. Im Grunde genommen wäre es mir auch lieber, wenn ich ein bisschen hierbleiben könnte. Weil ich habe deftige Magenschmerzen. Aber wissen Sie jetzt... Nehmen Sie doch mal ein Schlückchen Wasser erstmal. Danke. Na? Aber mir wird jetzt ganz schummrig. Und Ihnen wird und schummrig. Dann legen Sie sich mal hin, dann gucken wir den Bauch noch mal an. Aber machen Sie sich wirklich keinen Kopf. Mensch, Sie haben eine gute Tat vollbracht, machen Sie sich wirklich keinen... Die junge Frau, die hat alles richtig gemacht. Ich lasse die Füße mal... Ja, wunderbar. Und wo tut's Ihnen jetzt weh? Hier, rechts, auf der rechten Magenhälfte. Auf der rechten Seite. Gut, dann gucken wir mal. Ich klapp das hoch, ja? Ja, alles gut. Ah! Ich bin aber jetzt auf der anderen Seite. Ja, tut das auch schon weh? Ja, da tut's auch weh. Okay, was ist hier? Das geht. Ich wollte ja gar nicht ins Krankenhaus. Ich wollte ins Krankenhaus. Und hier? Nee, da geht's einigermaßen. Im Laufe der Behandlung fiel uns dann auf, dass die Lokalisation der Schmerzen immer wieder wechselten. Und da hatte ich so den Eindruck gekriegt, dass der gute Mann einfach nur bleiben wollte, weil es ihm besser gefallen hatte, als er es am Anfang gedacht hatte. Naja, ich denke, eine Maßnahme wäre vielleicht, dass man mal eine Magenspiegelung macht. Im Leben nicht. Ich fress keinen Schlauch. Nee. Ist schon besser geworden jetzt. Ach, ist schon besser? Ja, ist schon, hat sich schon ein bisschen... Oh, das war eine Wunderheilung. Ja, nein, das Glas Wasser hat, glaube ich, ein Wunder bewirkt. Mhm. Aber jetzt ganz ehrlich,
Das haben Sie jetzt irgendwo erfunden, weil es hier bei uns so schön ist. Es gibt Einrichtungen, Obdachloseneinrichtungen auch hier in der Stadt, wo Sie dann auch unterkommen können und wo Sie gegebenenfalls auch mal was Warmes zu essen bekommen. Ne? Uli, sag ich fahre mit dir dahin. Ich habe Hunger. Gibt's denn ich auch zum Essen ein. Ja. Also, ach, gucken Sie mal, das ist doch jetzt ein tolles Angebot. Ich brauche natürlich einen Grund, um Patienten hier stationär aufzunehmen. Ich muss das auch rechtfertigen, medizinisch. Und der Herr Thaler hatte nichts wirklich an Grund, was gerechtfertigt hätte, ihn hier aufzunehmen und Kosten zu verursachen und ihn über Nacht hier zu behalten. Können wir Sie denn dann jetzt guten Gewissens mit der jungen Frau gehen lassen? Ich gehe gerne mit jungen Frauen mit. Das denke ich mir. Und so eine nette noch dazu. Durch Antibiotika ist Rudis Zahnfleischentzündung schnell abgeklungen und die Obdachlosenhilfe hat ihm eine dauerhafte Unterkunft besorgt. Inzwischen ist Patientin Lara vom Röntgen zurück. Doch den Partner der Studentin konnte ihre Freundin noch nicht erreichen. Ja, das sieht doch gut aus. So, wunderbar. Also gebrochen ist schon mal nichts. Das ist schön, ja, das freut mich. Sag mal, ist irgendwas mit Tom oder so? Der geht nicht an sein Handy dran. Ich versuche die ganze Zeit, ihn anzurufen. Warum rufst du ihn an? Weil er sein Freund ist. Bist du bescheuert? Das Bein stellen Sie am besten mal hier drauf. Ich hab gedacht, du willst, dass dein Freund bei dir ist, wenn es dir nicht gut geht. Warum Freund? Wir sind nicht mehr zusammen. Was? Der hat sich doch im Urlaub getrennt. Das hast du mir nicht gesagt. Das habe ich dir erzählt. Und du rufst ihn an. Passiert Ihnen das öfter? Haben Sie auch irgendwelche Probleme mit der Konzentration, mit dem Merken, so genau im Studium? Genau so war das bei meiner Mutter. Das geht so nicht. Ich bin genauso vergesslich. Das fing genauso bei ihr an. Ich habe so Angst. Ihre Freundin hat mir erzählt, dass die Mutti eine Demenz hat, ne? Und die ist noch relativ jung. Ja, sie ist. Ach, und da haben Sie jetzt Sorge, dass sie das auch haben? Ja, das ist schon länger, so wirklich schon länger. Na ja, gut, es ist schon ungewöhnlich, eine Demenz im Alter von etwa 40 Jahren. Danke euch. Ja, das ist wirklich. Das ist etwas ungewöhnlich, ne? Das belastet sich, ja. In dem Moment, wo die Diskussion mit dem Freund ins Spiel kam, der mit im Urlaub war und der sich von ihr im Urlaub getrennt hat, war mir doch ein bisschen diese Diagnose der Demenz schon vor Augen, weil ich doch eher der Freundin geglaubt habe, dass die Frau Kramer ihr das nicht erzählt hat mit dem Freund. Und das ist ungewöhnlich bei guten Freundinnen. Also, wir haben wirklich ganz ausführlich geguckt, Entzündungswerte angeguckt, Blutbild, Leberwerte, Nierenwerte. Und ich hatte eine Idee. Wegen ihrem Ausschlag, vor allen Dingen hier am Dekolleté. Ja, auch noch was. Und ich denke, ich kann jetzt wirklich eine Warnung geben. Ich habe hier ein Vitaminprofil machen lassen. Das heißt, wir haben also die wichtigsten Vitamine bestimmt. Und da sind hier drei Werte, nennen sich Nikotinsäure, Nikotinamid und Niacin. Das ist im weitesten Sinne alles ein Vitamin B3. Und die sind bei Ihnen massiv erhöht. Interessanterweise passen eigentlich alle Symptome, die die Patientin so zeigte, wunderbar zu diesem Vitamin-B3-Mangel. Draufgekommen bin ich durch diesen Ausschlag im Dekolleté, der ganz strikt abgegrenzt ist, bräunlich-rot. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gesehen, erstes Mal jetzt hier wirklich leibhaftig. Die anderen Symptome passten auch, also Konzentrationsstörungen, Wortfindungsstörungen, Erinnerungslücken. Jetzt habe ich gedacht, Sie waren in Afrika, ja, was haben Sie da so gegessen? Ich habe im Urlaub angefangen, Mais und Hirse zu essen, ausschließlich. Ich habe gelesen, dass man, wenn man nur Mais isst und nur Hirse isst, dass sich der Blutdruck senkt. Und ich habe das auch gemerkt. Mhm. Und das beugt ja eine Demenz vor. Und ich hatte einfach nur so Angst, dass ich ebenfalls an Demenz erkranke. Ja. Und das haben Sie dann hier, haben Sie wieder normal gegessen in Deutschland? Nein. Ich denke, sie hat Glück im Unglück gehabt vielleicht mit dieser Verbrennung, dass sie bei uns gelandet ist. Wenn sie das weitergeführt hätte, kann so ein Mangel durchaus auch zum Tode führen, durch ein Multiorganversagen. Also Sie sollten jetzt auf jeden Fall Lebensmittel zu sich nehmen, die viel B-Vitamine enthalten, vor allen Dingen B3. Das wäre, ich hoffe, Sie können damit leben, dann Fisch, Fleisch jetzt erstmal essen, Nüsse, Brot, Kaffee. Okay. Ja, das wären so die Sachen. Dann würde ich Ihnen zusätzlich noch die Einnahme von einem Niacin-Präparat, das ist der Fachbegriff fürs B3, empfehlen. Wenn Sie normal essen, passiert Ihnen das auch nicht nochmal. Okay. Sechs Wochen später waren Laras Hautausschlag und ihre Brandwunden komplett verheilt. Die 20-Jährige hat ihre Ernährung umgestellt und geht mit Freundin Karina jetzt regelmäßig zum Sport. Das hat nicht nur einen positiven Effekt auf ihren Blutdruck, sondern auch auf ihr Gewicht.